So, dann stehen sie hier in Reihe und Glied und wissen schon wieder nicht, wie sie weiterkommen. Das dauert da wieder Ewigkeiten, die zu beladen. Das dauert so unheimlich lange. Und ich weiß nicht, wie man das beschleunigen kann. Ob man das beschleunigen kann. Hm. Warum dauert das so lange? Das kann nicht sein, dass das ein Schiff hier ja, fast einen Monat hier rumstehen muss zum Beladen. Sag mal, das kann sich doch keine Reederei leisten. Vor allem nicht unsere. Also wir können... Nee, das geht gar nicht. Das ist so... Nee. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ach Gott, das Ding ist auch voll. 1567 Tonnen Essen. 148 Container. Wir brauchen was Größeres. Wir brauchen was Größeres. Das wird schon ausgelagert. Das wird hier schon reingelagert. Mein lieber Freund. Was ist denn hier los? Na, bist du schon hier, schon mal ein bisschen andocken, hier ein bisschen schubsen, dass das hier schneller geht? Es geht nicht schneller. Da musst du mit leben. Mann, oh. Wo haben wir unsere Containerschiffe denn? Container, Container, Container. Das sind alles einzelne. Außerhalb der Grenze, sowjetische Länder. Okay, das ist weg. So, was ist mit dem hier? Hafen, wo ist denn der hin? 4 Knoten, 5 Knoten, wo ist denn der unterwegs? Ach, da ist er doch schon gleich. Der will schon reinfahren, das geht aber nicht. Der muss sich... Ne, nützt immer nichts. So. Immer schön in Bewegung bleiben, damit der Rost auch abblättert. Nicht, dass es hier heißt, hier gammelt vor euch hin. So, Benzin. Also so ein Hafen, der ist schon super, aber wenn man den noch einen Ticken größer kriegt, ne? Auf die To-Do-Liste setzen. Hafen größer. So, muss es doch bestimmt in den Mods irgendwo geben, dass man so einen Hafen groß kriegt. Ach, da fummelt doch schon wieder einer am Strom rum. Ja, irgendwo ist da wieder einer hier am Strom fummeln. Das ist nicht da. Ey, was ist denn hier los? Oh, tatsächlich. Da haben wir vorhin von geredet, ne? Wegen Strom. Dass das Probleme gibt beim... Ja, wir haben Stromprobleme. Ganz offensichtlich. Sozusagen. Okay, da ist nicht genug Power drin. Jetzt auf einmal nicht. Ich frage mich nicht, warum das jetzt auf einmal so ist. Was haben wir sonst hier noch? Gebäude brennt, klar. Gelöscht, brennt. Haben wir gar nicht drauf geachtet, ne? Neuer Fahrzeugtyp. Oh, haben wir auch nicht gesehen. Ist gerade nicht so wichtig. Wir brauchen Strom. Oder weil die Jungs so viel Saft hier rausreißen aus unserer Leitung. Wir brauchen mehr Strom. Wir brauchen mehr Strom, 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 Strom. Wenn wir da eine Leitung mehr hier ranklemmen, hier auf der anderen Seite, bringt das was? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal schauen. Kann gut sein. Vielleicht klappt das sogar. So, bauen wir. Nee. Nee, ich glaube, das ist nicht das wahre, das Gelbe vom Ei, glaube ich nicht. So. Nee, das ist neuer Fahrzeugtyp. Ja, Bulldozer. Das wird mal richtig lustig hier. Gebäude und Stromversorgung. Warum das? Weil hier ist Saft vorhanden. Hier ist kein Stromgeflimmer. Nix. Wo haben wir denn noch Anschlüsse? Wie heißt das Teil? Das heißt doch Eisenbahnelektrifizierung. Ist das ein Gebäude für sich? Kriegen wir sowas zu finden? Bestimmt nicht, ne? Netzstation ist es auch nicht. Wie heißt der Teil? Da. Da ist sowas. Ah, siehst du wohl. Da haben wir einen. Oh.
Haben wir. Das kann nicht sein, dass wir nur einen haben. Da ist ein zweiter. Der hat auch zwei Anschlüsse, okay. Ich meine, wir können auch normalerweise hier vorne noch einen ranbauen, ne? Weil hier haben wir ja Strom, eventuell. Vielleicht haben wir da noch Ausgänge, ich weiß das gar nicht. Haben wir da noch Ausgänge? Natürlich nicht. Wäre auch super gewesen, wenn es so wäre. Aber das Teil produziert ja auch ein bisschen Strom. Dann bauen wir da einen Verteiler zwischen. Fertig, aus Ende. So. Dahin. Den nehmen wir mal mit und dann versuchen wir hier mal Strom reinzukriegen in diesem Laden. Wo ist das Teil hin? Elektroverbindung, das wäre das Teil. Das muss hier irgendwie zwischen. Ach du Himmel. Und auch noch nachts vor allen Dingen. Immer diese Nachtarbeiten. Das wäre das Schlimmste überhaupt. Nachts arbeiten. So. Wo war das Ding? Ist das hier nicht gar nicht, ist das gar nicht hier zwischen oder was? Da. Warum will er das nicht mit leise? Mit. Na gut, so. So. Bau das mal fertig. Das auch fertig machen natürlich. Zack. So. Wupp, fertig. So, wunderschön. Wir brauchen Licht hier in den Laden auf jeden Fall. Wir haben noch gesagt, ne? Da früher oder später kommt das mit dem Strom. So. Ich sehe hier nichts. Es ist voll dunkel. So, jetzt fahren die Züge aber wieder. Die Züge fahren wieder. Frag mich nicht, warum das jetzt aber wieder funktioniert. Es funktioniert. So, wir werden auch trotzdem hier gleich nochmal rangehen und da nochmal Strom hinkriegen. Ein bisschen Licht brauchen wir auf jeden Fall. Licht. Elektrizitätsprobleme. So, warte, was ist das hier denn? Hier drüben auf der anderen Seite. Aber da haben wir doch ein Fernleitungskabel, ne? Von. Ich glaube von hier, ne? Ja, da sind doch keine Leute da. Ach, wo sind die Ingenieure? Mensch. Da ist er, da kommt er. Hast du welche mit? Oh ja, hast du. Jungs, macht Strom hier. Ach, Knastis sind keine Ingenieure, ne? So, jetzt kommt's wieder. Jetzt läuft es wieder, alles klar. So. Das ist auch fertig, dann können wir hier nochmal Stromleitung legen. Und zwar. Wir müssen da erstmal ein Loch zwischen haben, ne? Erstmal hier. So, und zwar. Da. Halt, stopp. Habe ich das verkehrt gebaut? Höchstwahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Bisschen Held. Du bist ein Held, Tova. Bisschen Held. Ach, Mann, doch. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis läuft schon. So. Muss die Straße auch weg, ne? Die Straße muss auch weg, wahrscheinlich. Oh Mann, oh. So, jetzt aber. Strom, das Teil. Bau das gleich hier ran. So. Kabel von da nach da. Zack. Von da nach dort. Geht noch nicht mal. Warum hast du das gebaut? Da ist das Teil. So. Jetzt bauen wir hier gerade einen Kurzschluss zusammen. Das hier, das. Was ist das denn hier? So, zack, wegnehmen, ja. So. So, daran, daran. So. Jetzt müssen wir einmal. Ach, kommen wir da irgendwie durch? Ich weiß es gar nicht. Mal kurz planen. Kommen wir da lang? Dahin.
So, bis dahin. Super. So, jetzt müsste hier auf jeden Fall Saft sein. So. Und wieder Strom ist. Nee, ist kein Strom. Wir haben ein kleines Stromproblem. Also ganz klitzklein. Liss. So. Und Container haben wir auch massenhaft. Also wir haben so viel Kohle, die wir rausballern können. Wir haben mal richtig Kohle ausgegeben, ne? Fast 40 Millionen. Mein Gott. Da haben wir mal richtig geaßt mit der Kohle. Mein lieber Freund, das geht so nicht. Das geht nicht. Wir müssen wieder sparen hier. Nur wird der Gürtel enger geschnallt. Das, so können wir nicht, das geht nicht. So können wir nicht leben hier. Das funktioniert so nicht. So. Bettenfleisch ist noch da. Wie weit sind wir unsere Fischer denn hier? Ich glaube, die werden noch die nächsten paar Jahre hier rumstehen und zusammen sammeln. Da fehlt ein Schiff. Da fehlt ein Schiff. Ein, zwei. Wo ist der Nummer drei? Ist er das hier? Ach, da ist er doch. Der ist voll. 350 Tonnen. Ich glaub's ja wohl nicht. So, entladen steht da auch, ne? Entladen, genau. So. Hü, mach dich auf den Weg. Um Gottes Willen. So. Dann kann das auch entladen werden. Dann sind wir das auch los. Jetzt haben wir aufgehört zu fahren, weil... Hier ist er noch reichlich drin. 46 Tonnen. Warum haben die aufgehört zu fahren? Weil... Gut, 4,8 Tonnen und ja, gut, 1,1 Tonnen. Ich dachte, okay, das ist denn unter Durchschnitt, das brauchen wir gar nicht verfahren. So, das hier, das läuft aber auf jeden Fall. Super. Hey, cool. So, wie fahren wir jetzt hier noch rumliegen? 2500. Wir haben September. Hier ist überall noch was, Freunde. Das muss alles noch eingesammelt. Freunde, das kriegen wir nie weggesammelt. 100, fast 200 Tonnen. Sekunde. Warum steht hier rum? Weil... Habe ich das verkehrt eingestellt? So, jetzt aber. Verkehrt eingestellt. Schwierig, schwierig. Nein, ist gar nicht. Man muss nur darauf achten. Das ist manchmal nicht so einfach. Manchmal übersieht man die kleinsten Kleinigkeiten. Oder auch die größten Kleinigkeiten. So, wir haben viele Kranke hier, ne? Wir haben furchtbar viele Kranke hier. Von hier aus so viele Kirche, Spiritualität, Besuche. Weil sie krank sind bestimmt. Oh, hilf mir, lieber Gott. Oh. Könnt kein Fleisch bekommen. Warum nicht? Warum Vertriebsbüro Tourismus? Wo ist denn der Laden? Warum stehen da zwei Wagen rum, die nichts zu tun haben? Warum? Hm? Was ist das hier? Das sind ganz normale Lebensmitteltransporte. Also brauchen wir da nicht so viel von. Wir brauchen mehr, vielleicht mal einen Kühler mehr. Wir verschleudern mal zwei Stück hier. Vielleicht brauchen wir nochmal einen Kühler mehr. Kühlwagen, Kühlwagen, Kühlwagen. Also so eine großen Dinger brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Aber die sind die schnellsten. So, die fahren doch gleich los. So. 3,8 Tonnen. 3200. 45, das füllt sich aber auch langsam wieder auf. Das muss erstmal hier, ne? In ruhigen Schritten ablaufen. So, Essen fehlt hier noch. Aber pass mal auf, wir haben noch Essen hier drüben, ne? Hier müsste doch normalerweise Lebensmittel ohne Ende sein.
Haben wir da nicht? Was haben wir hier? Ein Friedensbüro. Vertrieb Innenstadt. Haben wir das gleiche hier drüben? Sekunde, mal schauen. Was haben wir hier? Innenstadt. Da haben wir alle mit drin. Und hier genauso. Also müssen wir theoretisch mal zusehen, dass wir hier die Lebensmittel mal rausnehmen. Weil wir haben zu wenig Lebensmittel. Das meiste verpacken wir hier nämlich. Wie groß? Das nehmen wir doch mal mit raus. Können wir das nicht rausnehmen? Essen, Lebensmittel. So. Jetzt müsste das hier auf jeden Fall besser reinlaufen. Das müssen wir so ein klein bisschen hinjustieren, ne? Nicht, dass die da jedes Mal gleich einen Container hin rausschmeißen. So. Weil dann können sie nämlich auch den Kram da. Diese Nervensägen. Dann können sie den Kram nämlich auch da holen. An Lebensmittel, was wir brauchen. Das muss ja auch laufen, das nützt ja nun mal nichts. So, was haben wir denn jetzt hier? 42.900 Einwohner und 1% Arbeitslosigkeit. Ist doch der Burner. Wie gesagt, das Gebäude muss auch irgendwie leer. Irgendwie müssen wir die Jungs dann auch rauskriegen. Unbedingt. Jetzt haben wir ja auch am Meckern. Orte, Spiritualität, Kirche. Die ist doch vorhanden. Freunde, warum geht ihr denn da nicht hin? Die ist überall vorhanden. Jetzt kann ich sie gerade hier nicht finden. Die ist auch irgendwo hier. 14. Wenn ihr alle am Meckern seid, warum sind die Dinger nicht voll? Hier ist mal nichts zu meckern. Das ist aber so, manchmal, ne? Das ist, glaube ich, auch wie die Laune von den Leuten ist. Wie gerade so die Laune ist. Ne? Wenn die gerade mal so wissen, ne, heute mal schlecht, ne? Keine Ahnung, schlecht gegessen oder. Was haben wir hier denn drin? 30. Oder mit dem verkehrten Fuß aufgestanden, das kann natürlich auch sein. Hier auch, das Ding ist auch brechend voll. Die Steine. Aber da müsste doch ein Zug unterwegs sein, oder nicht? Was ist das hier? Mach da wohl Steine ab. Guck mal hier. Das könnte man ja auch noch automatisieren. Auch noch mit reingeben, ne? Kartoffeltime. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Mahlzeit, sozusagen, ne? So. Wir kriegen das hier nicht so schnell weggefahren. Das ist nämlich das. Das dauert Ewigkeiten, das zu tanken. Also das zu laden. So, jetzt die beiden wollen jetzt unbedingt gleichzeitig rein. Aber wer gewinnt denn hier? Der nimmt Container mit. Der fährt auch nur ganz kurz rein, der ist ganz schnell wieder weg. Mal kurz ein bisschen schneller vorlaufen hier. Das sollte eigentlich ratzfatz gehen. Also sobald er drin ist, müsste er schon vollgeladen sein. Container geht um Längen besser als unsere Platten und Steine und sowas verladen. Das dauert ja unheimlich lange. So, und auf einmal. Also, warte mal, jetzt tankt er erstmal, ne? Weil sie ist auch reingerudert. Kein Wunder, es dauert so lange. 0 Liter Sprit ist natürlich nicht viel, ne? Das ist so. So ziemlich Unterkante. So, und das Beladen beginnt. Das geht ratzfatz. Jetzt das Ding voll mit Containern. Bups, fertig. Ab vom Hof. Was kriegen wir dafür? 872.000. So, wenn der gute Mann hier ankommt und seine... Keine Ahnung, Stein und Platten draufladen will, was haben wir denn hier? Platten, vorgefertigt 1008 Tonnen. Das dauert Ewigkeit, bis das beladen ist. Das dauert so unheimlich lange. Was haben wir hier denn für einen? Platten und Steine, 2000 Tonnen. Das dauert unheimlich lange, bis sie das beladen haben. Gott, das machen die das mit der Hand? Was mit dem hier? Bitumen, voll!
So, Spree, die kommt, ist auch weg. Benzin auch weg. Siehst du, das läuft doch wieder von unten hoch. So. Die beiden voll beladen. Der ist nicht voll beladen. Doch, ist er voll beladen. Der hier auch. Wir brauchen eine schnellere Verladungsmöglichkeit. Da kommt er wieder angelaufen hier. Was hat er mit? 350 Tonnen Fleisch. Dann fahren die gleich wieder los, die vier Wagen hier. Sobald die merken, oh, da ist Fleisch da. Ach so, jups. Also ich finde, das Fischen ist einfacher, ne? Also dauert vielleicht eine Idee länger, bis du das hast. Weiß ich nicht, ob das viel länger dauert. Die Korngeschichte läuft auch gut. Ja, ich kann es nicht meckern. Bei uns läuft es. Bis auf den Verkehr, das läuft, der bewegt sich auch. Also hier ist wirklich unser, ne? Eine Engstelle. Klein dezent, das müsste ich. Da haben wir schon mal gesagt, dass wir das umbauen müssten, ne? Bloß wie am besten. Keine Ahnung, wie wir das hinkriegen wollen. Naja, gut. Aber es läuft. Warte mal, wo ist mein Overlay da? So, was haben wir hier drin? 66 Tonnen. Tja, bei Fred läuft das. Ne? Eine Straftat, schon wieder mal. Oh, bei dir ist irgendwas nicht in Ordnung. Da ist immer was los. Das kann nicht wahr sein. Warte, hier war die Polizei, ne? So. Strafverfolgung, gar nichts. Hier ist auch gerichtstechnisch nichts los. Wie sieht das hier aus? Da oben? Auch nicht. Hier auch alles tut die. Ich glaube, die kommen bei dir gar nicht mehr hin, ne? Warte mal, ich muss mal gucken. Das war hier, ne? Wie weit kommen die denn? Ach, die kommen da gar nicht hin. Deswegen ist bei dir die Hölle los. Na, wunderschön. Ja, dann müssen wir das auch noch mal fix ändern hier. Muss irgendwo noch eine Polizei mit rein. Eine Polizeistation brauchen wir noch. Zack, wo ist denn hier? Medizinkriminalität da. Polizeiwache. 8 Fahrzeuge. Oh, passt da nicht hin. Würde hinpassen. Würde da. Hier, pass mal, hier vorne ist noch Platz. Weiß ich, hier im Vorplatz. Genau vor der Universität wäre noch Platz, aber da will ja nicht gebaut werden, weil. Weißt du, ne? Nicht mit uns! Hier geht gar nicht los. Wollen wir gar nicht haben. Wir brauchen noch Platz für die Polente. Oh, da ist auch noch Strom hier oben. Da ist auch noch Strom, das können wir auch noch mit einspeisen hier. Hier, da vorne. Gut, dass wir das gesehen haben. Ein Glück, Mensch, was wir nicht alles sehen. Hier wäre das schon super, bloß da kriegen wir keine Leute hin, das ist das Problem. Kriegen wir da irgendwie Leute hin? Ach, Mensch, wo noch bin ich hier da? Vielleicht laufen die sogar hier runter und wollen als Polizist arbeiten. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Was denn mit der Großen? Da, die große Wache. Würde dahin passen. Ziehen wir ein bisschen zurück. Vielleicht passt das oben auch mit der Laufgeschwindigkeit, die Laufwege, dass das da verbunden werden kann. Dann bauen wir hier noch eine Polizeiwache ein. Hier unten. Hier passt die ja gut hin. Ne? Würde ich sagen. Bauen wir da hin. Kommt an die Straße ran. Sogar mit Lampe von mir aus. Die möchte ich gerne da oben hin haben. So. Dahin mit Lampe und so weiter. Hätte ich gerne. So, dann brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Fußwege. Da hoch. Und dann würde ich gerne die noch irgendwie mit rausnehmen. Den auch noch irgendwie, wenn es geht. Gebäude ist im Weg. Was für ein Gebäude denn? Was ist denn da im Weg? Ach, das ist ein Fußweg oder was ist das hier? Ich kann wieder nichts sehen. Da sind ja Bäume im Weg.
Wir hatten die ganzen Bäume gepflanzt hier. Also das haut hin. Das geht, siehst du wohl. So. Dann nutzen wir die doch auch mal, die Herrschaften hier. So. Wie ist das hier mit Laufwegen? Kann man mal sehen. Hier ist Schluss, ne? Wir würden nur die beiden Gebäude nutzen. Ich weiß nicht, was das bringt. Ist das eine Arbeit? Jawohl, ist eine Arbeit. So, die Polizeiwache wird gebaut. Dauert jetzt natürlich ein bisschen. Und mal gucken, ob das reicht mit unseren Leuten. Sonst müssen wir irgendwie noch ein kleines Gebäude hier so irgendwie ranflanschen, ranbauen. Was auch Probleme geben würde. Weil die dann nicht da oben hin zur Schule kommen, was zu essen bekommen. Hier vorne wäre echt problematisch, ne? Ist zu weit. Und das ist die Schule. 325, ich glaube 400 Meter war es, ne? Das Maximum. Was haben wir hier? 82, 49, 89. Ich glaube 400 Meter war das Maximum, was wir kriegen. Ach. Müssen gucken, ob das klappt. Sehen, wenn sie gebaut ist. Wenn es fertig ist. Dann haben wir noch eine neue Polizeiwache und dann wird hier auch mal ein Auge auf hier, ne? Fred, da wird er mal ein Auge drauf hingehalten. Das kann nämlich nicht sein. Wo haben wir es denn jetzt hier? Da. Da. Ein. Bei Fred ist natürlich wieder die Hölle los. Läuft wieder gar nichts. Letzten Monat 3. Einer. Dieses Jahr 6. Und letztes Jahr 31, Fred. Ne? Du hast keine Kontrolle über deine Angestellten. Die nehmen alles, was sie kriegen können. Hier, nur deinen kleinen Zweierzug nur. Was hat er mitgenommen? 49 Tonnen. Haben wir dir noch gesagt, dass er nicht alles mitnehmen soll? Ja, haben wir gemacht, ne? Haben wir gemacht. Bei der Quellgebäude, was haben wir hier? Zollhaus, ein Gebäude brennt, warte mal kurz. Fracht Lebensmittel. 20% muss drin bleiben. Ist das 20%? 9 Tonnen ist ja keine 20%. So, ich hoffe mal, dass es nicht komplett leer macht. Aber hier ist ja auch noch reichlich drin, ne? 3 Tonnen. Okay. Okay, jetzt müssen wir kurz mal was ändern hier. Warte mal. Was haben wir hier? Lebensmittel, Frachtlebensmittel. War das das? ...20% da drin bleiben. Ich weiß nicht, warum man jetzt gerade... Das kann aber auch sein, dass die, na gut, hier waren auch gerade LKWs da gewesen, ne? Ja, die holen auch gerade was raus. Hier ist noch mehr. Da ist noch einer mehr. Hat auch gerade rausgeholt. 0,17 Tonnen, also bitte. Aus dem Betrieb ist mehr herauszuholen. Ja, ich weiß. Da ist mehr herauszuholen. Das steht gerade sehr stille hier. Prozentsatz ist natürlich ziemlich weit unten, aber es liegt daran, ich glaube mal, weil wir kriegen, da sind auch keine Pflanzen drin, ne? 2,8 Tonnen. 0,5 Tonnen. Der sagt bestimmt gleich wieder, nee, das ist hier keine Pflanzen. Das sind die Gabelstapel, die sind so lahm. Wir brauchen was Schnelleres. Gib bloß die beiden. Gib nichts Schnelleres. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie bessere Gabelstapler gibt im Workshop. Keine Ahnung. Die ein bisschen schneller laufen, die ein bisschen mehr laden können. Was Größeres. Da muss ich mal schauen, ob ich da was Besseres finde. Gut. Aber soweit so gut. Wir müssen das doch noch weiter optimieren. Also, ne? Jemand rennt uns das ein bisschen weg hier, aber ich meine, wir machen ja ein gutes Plus. Wir haben jetzt natürlich eine ganze Menge Holz ausgegeben. Und das muss dann wieder abgespart werden. Na gut, welcher See hier? 36 Millionen im September ausgegeben. Gottes Willen, was haben wir sonst noch ausgegeben?
Letztes Jahr. 45 Millionen haben wir ausgekleidet. Meine Güte. Wattenhaufen Geld. Tourismus, wie sieht das aus? Letztes Jahr 3,2. Jetzt geht wieder nach unten, ne? Wie gesagt, uns fehlen die Leute. Uns fehlen wirklich Leute. Das kann man hier auch sehen. Uns, aber warum die jetzt wieder meckern sind, das ist eine Sache, das verstehe ich wieder nicht. Das verstehe ich nicht, warum die wieder meckern sind. Das hat so schön geklappt. Das haben wir eine ganze Zeit lang Ruhe gehabt, ne? Also wirklich Ruhe. Und jetzt haben wir wieder unheimlich viele Meckereien. Auch wieder hier Kirche, ne? Obwohl Kirche da ist. Da ist sie. Das ist kurios. Das ist ein wildes Rauf und Runter. Was ist mit dem Knast denn gerade? 64 von 90. Oh, ich glaube, wir brauchen mal wieder ein bisschen, müssen das ein bisschen aufstocken, das Ganze hier. Vielleicht noch einen zweiten Knast bauen. Also eine Besserungsanstalt heißt sowas ja, ne? Keine Arbeiter. Gebäude ist ohne Strom. Gebäude ist ohne Strom. Fake News. Kann nicht sein. Warum ist denn da kein Strom? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Also hier ist wirklich irgendwo der Wurm drin. Also irgendwo ist hier irgendwas nicht ganz in Ordnung. Da ist Power vorhanden. Also da hat er echt was zu tun. Warte mal, Strom. Wo war es doch noch gleich? Das war hier drüben noch irgendwo. War hier Strom, genau. Hier waren noch Anschlüsse dran. Die können wir doch mal locker flockig hier mit ranfummeln, oder nicht? Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Saft auf der ganzen Geschichte hier. Strömchen, so. Kriegen wir da irgendwie Strom hin? Könnte klappen. Das klappt. Machen wir das so rum und dann dahin, ne? So. Das haben wir einen zweiten nochmal rannehmen. So, das haut auch hin. So, bau das mal. Da haben wir unheimlich Probleme. Umschauen werde ich den einen. Zu viele Verbindungen, sagt er. So, das Ding läuft, müsste auf Vollgas laufen. So, jetzt müsste hier auch Strom drin sein. Ja, Saft ist da. Wo war es jetzt hier? Da unten. 230%. Ach, der geht da noch mit ran. Der geht hier noch mit ran. Warum? Wenn ich das abschalten könnte, ne? Dass ich sagen könnte, dass ich dem sagen könnte, du sollst da nicht rangehen. Das macht er aber nicht, ne? Der soll da nicht ran. Muss ich den noch weiter wegstellen? Warte mal, Strom. Wenn wir den ein bisschen weiter runterschieben. Von mir aus dahin. Das wäre doch gar nicht mal so. Machen wir mal hier. So, zack. Bau den mal dahin. Den hier reißen wir mal ab. Stromleitung von da nach da. Gebäude ist im Weg. Gebäude ist im Weg. Gebäude ist nicht im Weg. Gut. So. Haben wir. Strom ist vorhanden. Super. So, 114%. Alles klar. Weil die Produktions... die Flugzeugproduktion hat so viel Saft gezogen. Die zieht immer noch sehr viel Saft. Alter Freunde. Das raucht richtig hier. So. Gut. So weit, so gut. Die Folge ist auch zu Ende. Ich sehe ja gar nichts. Ach, diese Nacht immer. Scheußlich. So. Aber Nacht ist ja auch schön, die Stadt, ne? Ist sie doch. Oder nicht? Würde ich sagen. Und mit diesem Bildchen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.